Hallo und liebe Grüße aus dem Tierasyl Chemnitz auf der Johannes-Dick-Straße. Hier ist unser neues Notfällchen, das ja schon sommerliche Notfällchen des Junis. Das ist die Katze Fona. Fona hat eine ziemlich bewegte Vergangenheit. Sie lag an einem Waldweg, gebarkitten und war aber augenscheinlich auch verletzt und in einem desolaten Zustand. Die Tierrettung Chemnitz wurde dann gerufen, die das Tier dann sofort zum Tierarzt gebracht hat. Dann wurde die Katze notoperiert. Am Ende hat sich dann das Tierasyl Chemnitz hier auf der Johannes-Dick-Straße liebevoll um das Tier gekümmert, aufgepäppelt. Und wie man sieht, Fona ist mittlerweile wieder fit. Ihr geht es gut soweit. Sie ist etwa 1 bis 1,5 Jahre alt. Das kann man ja nur schätzen, weil es wie gesagt ein Fundtier ist. Ja, ihre Kitten haben es leider nicht geschafft, aber sie hat es geschafft. Das ist ja, sagen wir, auch viel, viel wert. Und jetzt sucht Fona eben ein neues Zuhause. Am besten erstmal, wo sie noch ein bisschen Ruhe hat, wo sie sich an ihre zukünftigen Menschen gewöhnen kann. Sie ist aber kein aggressives Tier. Also man kann sie wirklich streicheln, anfassen. Sie hat auch hier nach den Operationen und beim Päppeln im Tierasyl weder gekratzt noch gebissen, war eigentlich immer ganz lieb, hat alles mit sich machen lassen. Insofern geht man hier davon aus, dass Fona eigentlich eine optimale Familienkatze werden, nicht nur kann, sondern auch wird. Ob sie sich mit anderen Tieren versteht, das muss dann noch ausprobiert werden. Momentan sitzt sie einfach zur Genesung hier noch alleine. Aber ich denke, aufgrund ihres Charakters und Wesens ist es durchaus möglich, dass sie auch andere Tiere akzeptiert und in ihre neue Familie auch mit aufnimmt. Also, wer die Fona mal kennenlernen möchte, schaut hier vorbei im Tierasyl Chemnitz auf der Johannes-Dick-Straße.